Hallo zusammen! Heute machen wir diesen unglaublich leckeren Double Wagyu Burger. Und zwar mit leckeren Pilzen. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute starten wir mit unserer gusseisernen Pfanne. Dort haben wir zwei mittlere Zwiebeln in halbe Ringe geschnitten und jetzt geben wir hier eine ordentliche Portion, sind so ca. 700 Gramm, also 2×350 weiße und braune Champignons rein. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf vorgespult für euch, ich liebe diese Aufnahmen und jetzt lassen wir die Zwiebeln und die Champignons einfach etwas andünsten. In der Zwischenzeit, wo das so vor sich hin schwitzt, zeige ich euch heute mal die Rohstoffe für unsere heutigen Burger. Das hier ist jetzt das Burger-Set der deutschen Wagyu-Burger von gourmetfleisch.de. Die kommen im Prinzip im Zweierpack und immer mit zwei Brötchen. So sehen die aus. Das ist TK-Ware und die kann man dann relativ einfach in diesem Ziploc-Beutel einfach auftauen. Und jetzt hier die Wagyu-Patties. Ihr seht schon, von der Marmorierung her und von dem Fettanteil finde ich sehr schön. Tolle Farbe. So sehen die ganzen aus. Sie sind noch in der Mitte noch leicht angefroren. Das macht aber nichts. Die kann man so wunderbar auf den Grill legen. Und jetzt packen wir die einmal aus und schmeißen die dann eigentlich ganz einfach bei direkter Hitze auf unseren Broil King Imperial. So, ihr seht, die Pfanne mit den Pilzen habe ich mittlerweile nach rechts gezogen. Das dünstet jetzt noch etwas weiter vor sich hin bei ganz, ganz geringer Hitze. Und während dann hier auch im Schnelldurchlauf die Burger Patties einmal durchziehen. Rühre ich da halt einfach nur mal hin und wieder einmal um. So, ganz cool, die bekommen ein schönes Branding, tolle Farbe und jetzt geben wir ein bisschen Käse drauf. Das zweite Brötchen können wir uns heute getrost schenken, denn wir bauen einen Double Wagyu Burger und in dem Fall nicht nur Double Wagyu, sondern Double Double Cheese, also viermal Käse. Schmeckt besser. So, auch das jetzt hier einmal im Schnelldurchlauf, der Käse schmilzt schön an. Und dann können wir unsere Burger aufeinander stapeln und noch etwas in den indirekten Bereich vom Grill setzen. In dem Fall schiebe ich das Ganze dann jetzt einfach eine Etage höher, rechts nach oben, über die Pfanne. Und während ich dann mal kurz mit der Bürste über das Grillrost gegangen bin, schieben wir unsere Pilze wieder zurück. So, und jetzt zeige ich euch meinen Geheimtipp, wie man ganz schnell cremige Champignons hinbekommt, und zwar ohne Sahne. Ihr braucht einfach für diese Menge 2 Esslöffel mittelscharfen Senf und einen ordentlichen Schuss Sojasauce. Und ich kann nicht erklären, warum, aber wenn sich diese Sojasauce mit dem Senf vermischt und das Ganze mit der Flüssigkeit, die die Zwiebeln und die Champignons in der Pfanne gelassen haben, dann bekommt ihr auf einmal von der Konsistenz her und vom Geschmack her sehr sämige Champignons. Wie gesagt, mit einer leichten Senfnote und dem salzigen von der Sojasauce ist das überhaupt nicht schlimm. Finde ich, passt sehr, sehr, sehr gut zusammen. So, und wenn wir das Ganze soweit gebaut haben, dann können wir auch schon eigentlich nahezu ans Zusammenbauen der Burger gehen. Ich habe in der Zwischenzeit das Brötchen einmal so leicht angeröstet. Ich hatte das einfach oben auch auf dem Warmhalterost, während ich die Patties angegrillt habe. Und jetzt starten wir unten mit einer Ladung Senf. Das ist optional, wenn ihr keinen Senf mögt oder lieber weniger Senf mögt, nehmt einfach was anderes. Passt halt eigentlich ganz cool, finde ich, nochmal eine Ladung Senf dazu zu machen, weil ja auch schon ein Teil von dem Senf mit in den Champignons mit drin ist. Nehmen wir ein klein bisschen Eisbergsalat und unsere zwei Burger Patties. Dann eine Kelle, hier so eine Zange voll von unseren cremigen, geil aussehenden Champignons. Und dann, ja, jetzt bevor es jetzt wieder Unkenrufe gibt, es gibt natürlich noch Bacon dabei, aber es gibt auch einen Ketchup. Und zum Ketchup muss ich was sagen. Ich habe oft, dass mir Menschen sagen, er ruiniert den guten Burger mit einem Ketchup. Mitnichten. Ketchup ist ja nicht gleich Ketchup. Es gibt hier einen Ketchup, den ich persönlich sensationell finde. Und das ist einer mit getrockneten Tomaten aus dem Hause Bullseye. Den kann ich also total empfehlen. Pickles habe ich noch vergessen. Eingelegte Gürkchen. Und dann jetzt noch einen Schwung von dem Ketchup.
Und dann ist unser Burger auch gleich schon fertig. Wie gesagt, Ketchup ist nicht gleich Ketchup. Probiert mal diesen aus. Finde ich super geil. Nur das mit dem Bacon, das war wohl eine Falle. Ich probiere das Ganze jetzt auch mal und natürlich auch gebe ich einen Tipp und zeige euch mal, wie man so ein Monster eigentlich isst. Teilen, liken, kommentieren, immer gern gesehen. Hinterlasst mir doch auch einen Kommentar und abonniert, falls ihr noch nicht Abonnent seid. Ich schaue mir das jetzt nochmal hier im Detail an. So, viele fragen ja, wie man das wirklich essen soll. Ich sage A mit Können und B Anaconda-Style. Ich mache euch das jetzt mal vor. Bin gespannt. Guck erstmal an, hier ist er. Unglaublich geiles Teil. Jetzt probiere ich das, pass auf.